Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 7 News Update. Heute geht's um die massive Kritik gegen den Battle Pass. Zu Recht, wie ich finde. Und es wurde auch schon was geändert und es kommt auch noch eine Änderung dazu. Gleich mehr dazu. Es gibt Informationen zur mobilen Version. Wir können quasi demnächst Apex Legends aller Voraussicht nach auch auf dem Handy spielen. Dann gibt es einen extrem heftigen Glitch. Den zeige ich euch im Trainingsgelände und ich möchte vorab schon sagen, das sollte keiner aus Spaß in-game außerhalb des Trainingsgeländes nachmachen. Ihr könnt einen fetten Bann dafür riskieren. Es geht um die Krypto-Drohne in Verbindung mit Sheila von Rampart. Das ist eine richtig fiese Sache. Da hat sich ein Pro-Gamer einen kleinen Ausrutscher in seinem Livestream geleistet und kriegt dafür sowohl positive wie auch negative Kritik. Ich zeige euch gleich oder ich sage gleich genaueres darüber. Ich habe es im Trainingsgelände getestet. Es funktioniert tatsächlich. Wie gesagt, macht es nicht nach. Dummheit schützt vor Strafe nicht. Es gibt AGBs von Apex Legends. Das muss ich nochmal dazu betonen. Und ich habe die Befürchtung, dass Octane zwar einen schönen Buff bekommen hat, aber gleichzeitig einen fetten Nerf. Dazu gehe ich auch gleich nochmal ins Trainingsgelände. Wir fangen jetzt aber erstmal mit dem Battle Pass an. Ich gehe kurz mal zu den aktuellen Änderungen. Es wurde jetzt heute irgendwann morgens, glaube ich, wurde das schon geändert. Wir brauchten eigentlich 10.000 Erfahrungspunkte, die wir in-game durch Kills und Spielzeit und so weiter bekommen können. Bekommen wir immer einen Stern. Das wurde jetzt herabgesenkt von 10.000 auf 5.000 Erfahrungspunkte. So können wir den Battle Pass doch noch ein bisschen schneller grinden. Und ab nächste Woche, ich gehe mal davon aus, dass das ab Dienstag aktiv sein wird, einen genaueren Tag wurde aber nicht genannt. Die wöchentlichen Aufgaben werden auch so weit reduziert, also nicht reduziert von der Menge her, sondern dass man einfach bestimmte Aufgaben schneller erledigen kann. Was weiß ich, zum Beispiel statt 2000, 1000 Damage oder eben statt, keine Ahnung, 40 Kills, 20 Kills. Das jetzt einfach nur mal als Beispiel, dass ihr Bescheid wisst. So, was habe ich inhaltlich eigentlich noch für euch? Ja, Battle Pass wollte ich euch nochmal einblenden. Da hat sich natürlich Respawn zu Wort gemeldet, dass die Kritik gehört haben, sehr viel Kritik abbekommen haben und gleichzeitig ein paar Stunden später kam auch so ein bisschen so ein Appell darauf oder darüber, dass man doch freundlich bleiben sollte. Es muss wohl, also Respawn muss wohl richtig heftig auch unter die Gürtellinie angegangen sein und im Endeffekt wird ja auch nur geschrieben, man soll respektvoll miteinander umgehen und die ganzen Publisher, Developers, hast du nicht gesehen, sind auch nur Menschen, die können auch mal Fehler machen. Ich habe von euch auch unter meinen aktuellen Videos viel Kritik, nicht gegen mich, sondern gegen den Battle Pass bekommen, den ich verstehen kann. Und ich nenne euch mal ein radikales Beispiel, namentlich nicht erwähnt. Einer hat unter meinen Videos wirklich geschrieben, ich habe jetzt 10 Euro dafür ausgegeben, kriege den Battle Pass wahrscheinlich nicht gegrindet, weil ich am Tag vielleicht nur 1-2 Stunden Zeit habe und ich habe das Spiel jetzt deinstalliert. Das ist natürlich jetzt eine ganz radikale Variante. Ich rate jedem nur, wenn mal sowas ist, man muss nicht gleich das Spiel deinstallieren. Wartet mal ein bisschen ab, checkt erstmal im Internet ein bisschen ab, wie die Kommentare sind, wie das Feedback zu bestimmten Änderungen ist. Erinnert euch an die Devotion in Season 6. 2 Nerfs hat es gedauert, das hat zwar ein paar Tage gedauert und danach hat nie wieder jemand über die overpowerte Devotion gesprochen und so weiter. Natürlich Skill-Based Matchmaking, da warte ich heute noch drauf, dass da endlich mal was passiert. Oder eben die Soundbugs, das ist immer noch nicht so richtig behoben, aber im Allgemeinen hört Respawn Kritik und gerade bei einem Battle Pass, wo jeder einen Zehner 10 Euro ausgibt, da wäre Respawn dumm, wenn die das nicht fixen, weil dadurch überall, wo Geld im Spiel ist, kann Respawn sich nicht erlauben, Spieler zu verlieren, weil ein Battle Pass ist nun mal nicht kostenlos und wenn sie sich da erlauben, das so zu lassen, dann verlassen Spieler Apex. Das ist mal sowas von Fakt. Auf was wollte ich noch hinaus? Mobile Version blende ich euch ein. Eine Handy-Version ist in der Mache, darüber habe ich auch schon mal berichtet. Und es wird jetzt ein Zeitraum genannt, und zwar das allererste Quartal 2021. Also zwischen Januar und März könnte es eventuell sein. Ich könnte mir vorstellen, Anfang Februar ist der zweite Geburtstag von Apex Legends. Vielleicht kommt ja da die mobile Version raus. Schreibt gerne mal in die Kommentare, könntet ihr euch vorstellen, auf dem Handy Apex zu zocken? Ich habe mal das COD getestet. Gar nicht so schlecht.
Mal gucken, wenn man vielleicht so ein bisschen seinen Fortschritt auf der PlayStation, PC, Xbox mit dem Handy koppeln könnte, wäre das natürlich eine richtig feine Sache. Bin ich sehr gespannt. Bevor ich jetzt gleich noch ins Trainingsgelände mit Octane springe, wo ich denke, dass er einen Nerf abbekommen hat, würde ich euch gerne mal noch etwas zeigen. Und zwar wird es demnächst einen Recolor geben von diesem extrem beliebten Wraith-Skin, hat Structor gepostet, und noch ein zweites Bild. Das kann sein, dass das jetzt demnächst in einem speziellen Bündel erhältlich ist, weil zum Black Friday soll es irgendeine tolle Aktion geben, wieder niedrige Preise, 50 Packs, 25 Packs, legendäre Packs und so weiter und so fort. Wie teuer, weiß ich aktuell nicht. Dann gibt es noch ein Horizon-Bündel, das zeige ich euch nochmal, bevor es gleich wirklich mit dem Glitch auch sehr interessant wird. Das Horizon-Bündel hier, das wird am 12. November released. Wir bezahlen dafür 5 Euro, bekommen 600 Coins und noch diesen legendären Skin von Horizon. Sieht sehr, sehr geil aus. Ich bin mal gespannt, ob ich mir den hole. Jetzt möchte ich euch erstmal den Glitch einblenden. Ich habe das jetzt, das schneide ich jetzt noch zusammen, das habe ich mit Schweini gerade ein bisschen getestet. Ich möchte nochmal den Appell raushauen. Testet das nicht in-game und schon gar nicht im Ranked. Wenn ihr Bock habt, testet es mal im Trainingsgelände. Ja, es ist witzig, aber, und das möchte ich nochmal betonen, es gibt AGBs. Dummheit schützt vor Strafe nicht. Das ist ein Punkt, nur weil du nicht weißt, wir wissen es alle. AGBs liest keine Sau, aber sie existieren, und nur weil du sie vielleicht oder ihr sie nicht gelesen habt, heißt das nicht, dass ihr nicht dafür eine Strafe bekommen könnt. Erinnert euch an das Dash, hieß das Dashboarding, wo man Ranked zu einem bestimmten Zeitpunkt quittet, um keine Minuspunkte zu bekommen. Da wurden viele Spieler gebannt, vergesst das nicht. Und durch diesen Glitch kann man fiese Sachen machen. Und es gibt einen sehr, sehr großen Streamer, ACU oder wie der heißt, ist, glaube ich, der beliebteste, bekannteste Hardcore-Pro-Gamer. Der hat das tatsächlich gestreamt und hat dadurch einen Win geholt. Ich habe das heute auf Twitter gesehen und da kam dann die Kritik auf, der müsste doch auch gebannt werden. Einige haben dann gesagt, ja, das ist ein großer Streamer und das könnt ihr doch mit dem nicht machen. Aber ein großer Streamer, ganz ehrlich, möchte ich jetzt nicht schlecht reden, aber ein großer Streamer sollte wissen, dass sowas zu einem Bann führen kann, das einfach nur mal by the way. Also gib mir jetzt keine negative Kritik für meine ehrliche Meinung, aber mittlerweile wissen wir alle, die regelmäßig Apex Legends spielen, wir wissen alle, dass wir Sachen, Glitches, Bugs nicht zu unserem Vorteil ausnutzen dürfen. Ja, wenn Respawn so blöd ist, das ist aber keine Ausrede. Es gibt AGBs und da steht ganz klar drin, Glitches, Bugs, Exploits, und wie man das alles nennt, dürfen nicht zu deinem Vorteil benutzt werden. Bevor ich mich jetzt aber im Kopf und Kragen rede, zeige ich euch jetzt im Trainingsgelände, was ihr da machen könnt. Es ist absolut finster. Und dann zeige ich euch gleich noch die Problematik rund um Octane. Und dann war es das schon wieder mit dem Video. So. Ich stelle mich mal dahinter. Hast du Beschleuniger? So, und jetzt guck mal, ob du fliegen kannst. Geh mal wieder in deine Drohne. Oh mein Gott, es geht wirklich. Halt mal still und geh mal hier ein bisschen, mach mal nicht so einen Stress, Alter. Steuer die mal nicht so behindert, Alter. Steuer mal Richtung so ein Vieh. Okay, flieg mal zum nächsten. Flieg mal so wie du kannst. Das ist frech. Das ist ultra. Das ist übelst frech. Don't try this at home, please. Ey, du hast mich getötet fast. Bin ich? Warte, passiert was? Schieß mal ein bisschen, das ist frech, oder? Das ist richtig mies. Mal gucken, wie hoch man kommt. Ey, das ist nicht normal. Das ist nicht einfach, aber alter Verwalter. Wie kann es? Wie kann so ein Fehler passieren? Wer kommt denn auf die Idee? Alter, das ist krass. Das zu testen ist ja. Das zu testen ist ja schon mega frech. Ey, das ist. Warte mal. Ich gehe mal aus der Drohne raus und ich will mal gucken, wie weit ich. Warte mal, wie gehe ich noch aus der Drohne raus mit. L1. Ach, du leck mich doch am Arsch. Warte mal, ich warte mal. Warte mal, ich.
Warte mal, ich geh mal hier. Das ist so dämlich, ey. Warum? Warum? Das ist bestimmt aufgetreten wegen dem, dass du das Teil auch auf den Auto montieren kannst. Das könnte sein. Danke für... Beste. Warum denke ich, dass Octane genervt wurde? Ihr kennt die Fähigkeit, wenn wir rechtzeitig die Sprungtaste drücken auf dem Jump-Pad, bevor es uns in die Luft katapultiert, fliegen wir höher und weiter. Das funktioniert nicht mehr und ich habe die ganze Zeit in Season 7 gedacht, mein Doppelsprung ist irgendwie defekt. Ich versuche das jetzt einfach mal euch vorzumachen. Ich habe jetzt die Sprungtaste gespammt, kein Doppelsprung. Ihr kennt den Bug, der existiert bestimmt schon ein halbes Jahr. Wir wollen das auslösen, diese Mechanik, wir gehen aufs Jump-Pad, wollen höher und weiter springen, weil wir rechtzeitig die Sprungtaste drücken. Und auf einmal kam der Bug, wir bleiben stecken und wir stehen immer noch danach hinter dem Jump-Pad und es hat uns überhaupt nicht nach vorn katapultiert. Dieser Bug sollte entfernt werden. Und in den Quality of Life Changes zu Season 7 stand drin, wir haben einen Bug gefixt oder ein Glitch, wie auch immer, gefixt, der es verhindert, dass wir im Jump-Pad stecken bleiben beim Doppelsprung. Der Doppelsprung hat aber mit dem Höher- und Weiterkatapultieren null zu tun. Das heißt, sie haben wahrscheinlich dieses Höher- und Weiter einfach rausgenommen und somit dem Bug entgegengewirkt, weil sie wahrscheinlich überhaupt keine Ahnung haben, wie sie den Bug überhaupt rauskriegen. Und ich muss noch dazu sagen, dieses Höher- und Weiterspringen ist eigentlich keine von Respawn offizielle Mechanik, die man irgendwo mal nachlesen konnte. Ach übrigens Leute, hier ist Respawn Apex Legends, kleiner Tipp, ihr könnt höher und weiter springen, die Mechanik haben wir für euch eingebaut. Davon hat nie einer gesprochen, zumindest mein Wissensstand bis jetzt. Und deswegen gehe ich davon aus, dass es nicht nur unbedingt ein Nerf für Octane ist, sondern irgendwo für alle Legenden, die das Jump-Pad überhaupt benutzen. Aber gerade für Octane ist es trotzdem Nerf, wenn wir ein bisschen solo unterwegs sind. Es funktioniert einfach nicht mehr. Und ich habe mich wirklich die ganze Zeit in Season 7 gewundert, warum mein Doppelsprung nicht geht. Einfach, weil diese Mechanik deaktiviert wurde, um wahrscheinlich den Bug zu entfernen. Das dazu, mehr muss man dazu, glaube ich, gar nicht erwähnen. Das soll es von dem Update-Video gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video wie immer einen Daumen nach oben da lasst. Aber wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt, das war es jetzt von mir. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und nochmal für alle, die Sonntag auf das Kanalmitglieder zocken, auf YouTube, warten auf den Livestream. Wer es im Community-Tab heute Vormittag nicht gelesen hat, den verschiebe ich um eine Woche. Nächste Woche Sonntag ist dann das Kanalmitglieder zocken auf YouTube. Das war es jetzt von mir. Haut rein. Ciao.